So, dann sage ich mal zu mir in den Stream auch Hallöchen. Und während die Musik noch läuft, wechsle ich schon mal gerade hier rüber. Ich hoffe, dass alles soweit passt, weil erstmal krank und ich habe ja, wer vielleicht auf Twitter das schon mitgekriegt hat, mein Setup ein bisschen umgestellt. Wir streamen das Ganze jetzt über einen zweiten PC. Insofern, ja, bin ich mal gespannt, ob das dann jetzt alles so funktioniert und ob ich später mit dem Video on Demand zufrieden bin oder doch wieder auf einen PC umstelle. Ich weiß es noch nicht. Ein bisschen später als erwartet, aber egal. Auf jeden Fall schön, wieder dann da zu sein und das erste Mal heute als Affiliate zu streamen. Insofern, gucken wir mal. Ich glaube, dass ich einfach schon mal schaue. Der Daniel ist jetzt gerade wieder am Quatschen. Ich glaube, oh nein, jetzt hat er noch ein Update für Stardew Valley. Dann kommt der Lad. Tu es jetzt. Ah, der Daniel ist auch schon in Stardew Valley. Dann starten wir das doch jetzt auch mal. Ich mache die Musik hier schon mal aus. Dann hören wir mal rein, was der Daniel denn gerade erzählt. Und habt ihr schon mal? Du Daniel, das kann sich bis morgen noch dreimal ändern. Ja, das Gefühl habe ich bei dir auch, dass das ist ja, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass du dich eigentlich festgelegt hast. Tja, so ist das. Mhm. So ist das. Jetzt bin ich erstmal gespannt. Mein Gott, ist das laut. Was ist laut? Wer ist laut? Das Spiel. Achso, ja, das Spiel ist immer laut. Ja. Daniel, ja, Sarah. Oh, es hat auf Anhieb funktioniert. Das Spiel, das OBS hat von alleine Stardew Valley abgegriffen hier auf meinem Gaming-PC. Ja, also ich habe das eigentlich mittlerweile auch. Also ich meine, gut, ich habe ja auch die Sachen fest eingestellt und habe die einfach alle sichtbar. Dann nimmt er sich halt das, was gerade da ist. Mongo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, dass du mal reinschaust. So, Host, Brother. Genau, horste mal. Ich hatte die These ja angeschrieben, aber ich glaube, die hatte was geschrieben von Schicht oder so. Achso, okay. Da ist Schicht im Schacht. Ja. So, ich bin drin. Ich glaube, du kannst auch so joinen oder musste ich dir eine Einladung schicken? Beitreten. Nee, passt. Invite to Lobby. So. Ich bin doch schon da. Was? Ja. Yeah. Jetzt habe ich auch die lila Stiefelchen an. Ja, die habe ich auch an. Ja, danke, dass du da warst, Queen Mami. Freut mich. Und dir auch einen schönen Abend und bis die Tage dann. Ja, von mir auch. Bin nur wegen Sarah hier. Mongo. Aha, ihr kennt euch. Und er hat aufgepasst, was du ihm gesagt hast. Der sagt so gar nicht. Der sagt so gar nicht Hallo zu mir, sondern der spricht einfach direkt mit Sarah. Na, eigentlich hat der eben schon Hallo gesagt. Echt? Hat zumindest gefragt, wie es was geht. Ah, okay, ja, okay. Ich sehe es gerade. Das ist zu schnell nach oben geflogen. Ja. Ah, okay, also so, immerhin ist es 7 Uhr morgens. Ist es alles gecaptured und ja, ich bin gespannt. Sarah mit H. Ganz wichtig. Wer bist du, Mongo? Okay, ein geiler Typ. Okay. Mongo auf Charmoffensive. So, jetzt ist das natürlich schwierig, weil die These ja zuletzt ja hier alles gemanagt hat, ne? Achso, ja, jetzt müssen wir erstmal selber wieder gucken, wie das geht. Ja. So, dann gucken wir einfach mal. Wobei hier die Blümchen können wir ja ernten. Ah, sind die aber fertig? Ist gut. Hier ist jetzt irgendwie, steht auch nichts mehr, ne? Ja, nicht, dass so, wir das. Haben den ersten Sommertag, ne? Nee, Herbst. Ah, ja. Herbst. Da war was. Also müssen wir dann auf jeden Fall gleich mal einkaufen gehen. Mhm. So, sehr schön. Wie ging das denn nochmal? So, Schädelschlüssel. Achso, den Nutzen herausfinden. So ja, und ich Mais gefunden. Ich bin halt jetzt auch die ganze Zeit hier am Doppelt gucken, weil ja dann auch da mit dem Rechner noch alles neu ist. Ach, ja. Du hast immer was Neues, ne? Die Technik ist irgendwie was, womit du dich mehr beschäftigst als mit dem Rest. Bitte? So, ich möchte nur ein vernünftiges Stream-Erlebnis schaffen, das ist alles. Ja. Und das habe ich jetzt, also wenn das jetzt so klappt, ne?
Wieso hattest du es denn auf einer anderen Sprache? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Warte mal, jetzt gucke ich aber gerade noch mal kurz. Also oh, Aufträge? Habe ich nämlich eh an, aber ich will gerade mal kurz gucken, dass ich mir noch da... zum Nicht-Mod, Pop-Out. Ich habe gerade versehentlich deinen Chat geleert. Ich weiß nicht, ob da irgendwas war. Ja, ich sehe es. Chat was cleared by a moderator. Ah, schön. Prevented by better Twitch TV. Gut, dass ich das noch installiert habe auf dem anderen Rechner. Das ist prevented. War denn irgendwas Besonderes? Nö, ich habe ja keine Zuschauer insofern. Achso. Ja, das ist natürlich... Ah, ja, hi DJ Prince LP. Ja, hallöchen. Ja. Kunst des Angelns, nee. Das sind wir nicht so gut. Du wolltest in den Laden, bist du jetzt da reingegangen oder? Das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Nee, ich war noch nicht im Laden. Wolltest du in den Laden gehen? Ich bin jetzt im Laden. Zu unserem Schmied. Ich bin im Laden. Ich habe nämlich noch eine Diode. Ja, bislang läuft's, ne? Wenn das jetzt auch alles gut aussieht, dann bin ich zufrieden. Ich habe ja hier so ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt ein 2-PC-Setup. Nach den ganzen Problemen, weil jetzt läuft dann auch der Stream weiter, wenn es mal ein Bluescreen gibt oder so. Ja, das ist gut. Dann war das auf jeden Fall geglückt. Das freut mich. David, hast du denn PC jetzt zuletzt auch in Englisch? Oder wie? Also ich meine, Spiele habe ich auch ziemlich viel in Englisch. Hm. Allerdings, je nachdem, wie tief es da geht, muss ich das dann doch schon nicht unbedingt haben. Will ja auch Spaß dran haben. Ich habe eine Avamedia Live Gamer Extreme. Habe ich, die nutze ich dafür jetzt dann zum Capturen. Ich hatte es zuerst über NDI, über das Netzwerk vor, aber das hat mir bei Spielen, bei neueren Spielen mit schnellen Bewegungen zu sehr limitiert, von meiner Grafikkarte her, weil ich in einer höheren Auflösung spiele. Deswegen. Oh, so. Was nehmen wir denn mit? Oh Gott, was hat der denn jetzt alles? Ja, irgendwas also wir haben ja genug Geld, ne? Also ja, Samen, dann nehme ich mal Kürbissamen auf jeden Fall. Einmal querbeet, würde ich eigentlich sagen, weil wir wollen ja von allem was haben. Ja, ist gut. Wo gehe ich denn jetzt hin? Bin ich so der Elgato-Freund. Ich habe da häufig gelesen, dass die Bitraten limitiert sind und die Treiber nicht ganz so stabil sind. Deswegen, mag da Avamedia lieber. Ja, David, das kann ich verstehen mit WoW in Englisch. Also ich habe es zwar mal in Englisch gespielt, aber gerade, weil die meisten anderen es auch auf Deutsch spielen, ist das ansonsten viel zu aufwendig und kompliziert, wenn man dann kommuniziert und... Aber Daniel, dir ist das doch in Englisch. Dir ist das doch gar nicht in die Quere gekommen. Du liest die Quest-Texte doch eh nie. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Ich glaube, ich habe auch das Add-on Quest Helper oder so noch gar nicht installiert. Irgendwas muss ich mir da auch noch drauf. Ich glaube, der ist mittlerweile integriert. Ja, 900p hätte ich aber mit meinem Single-PC-Setup auch nicht geschafft, weil ich da über die CPU hätte streamen müssen. Deswegen hatte ich das halt auch mit dem zweiten PC machen wollen. Genau, 1080p. Ja, wobei der Upload wäre bei mir nicht das Problem. Den Upload habe ich locker, aber darfst ja, glaube ich, nur mit 6000er Bitrate maximal streamen als normaler quasi. Und deswegen... Nee, auf dem Streaming-PC habe ich keine AMD-Grafik, sondern ich habe eine AMD-Grafikkarte in meinem Hauptrechner drin. Am Streaming-PC streame ich tatsächlich jetzt mit einer Nvidia-Karte, die ich mir noch günstig dafür geholt habe. Ja, David, also wie gesagt, ich war ja jetzt im aktuellen, im Retail, war ich ja jetzt schon länger nicht mehr drin. Das heißt, ich habe da jetzt noch nicht so im Blick, was da mittlerweile integriert ist und was nicht. Ich kenne es nur halt noch so zu meinen Klassikzeiten, wo ich zuletzt gespielt habe, dass da eben schon Sachen nötig waren oder das vereinfacht haben. Und insofern, aber wenn das schon so mit drin ist, ist es natürlich schön. Ich habe in dem, eine 1660 oder 1650 war es jetzt nicht, es ist eine 1050 Ti, die ich günstig gebraucht bei Kleinanzeigen irgendwo gekauft habe. Eine 1050 Ti und ja, die 1660 wäre schöner gewesen wegen dem NVENC New, aber das war mir zu teuer für jetzt zumindest. Und in dem Hauptrechner habe ich gerade vor kurzem umgestellt auf eine RX 5700 XT, weil ich halt in 1440p spiele. So, da hast du schon. Was hat er denn? Achso, das hat er wahrscheinlich dann jetzt geschickt, würde ich mal denken. Denkst du, ich weiß das?
Ich kenne das auch alles. Ach so, ja, gut, aber das klang jetzt gerade so, als wüsstest du es, wenn du sagst, dass du das in Classic verstehen kannst, aber in Retail nicht. Also, ich fand es schon sehr nice, wenn man halt gesagt bekommen hat, wo man hin muss und nicht lange suchen musste, zum Beispiel. So, aber ich glaube auch, dass das mittlerweile schon irgendwo mit drin ist. Ja, ja, also wenn das mittlerweile so ist, dann ist es ja gut. Aber es gab halt, früher war das eben nicht so. Nee, in Classic-Zeiten war das nicht so. Ja. Ärgere mich, da ich keine RTX 2080 Ti geholt habe, sondern nur die 2080. Ja, dieser war ja trotzdem top. Bei mir war einfach das Ding, ich habe die GTX 89 Ti, die Daniel in seinem Rechner jetzt hat, die habe ich bei mir lange halt als Grafikkarte verbaut gehabt. Und als ich umgerüstet habe, war der Gedanke an das Stream noch nicht wirklich da. Das Einzige, was ich wollte, ist 1440p Auflösung. Und wenn das da mit dem Stream schon aktuell gewesen wäre, hätte ich mir auch auf jeden Fall eine Nvidia-Karte wegen dem NVENC-Halt geholt. Aber das, wie gesagt, das stand da so noch nicht. Aber gut. Wenn AMD mal an den Treibern basteln würde, dann würde das auch mit dem von AMD ganz gut laufen. Nee, das ist ein FreeSync 75 Hertz Monitor, den ich mir geholt habe. In 1440p, also 2560 mal 1440. Sarah hat Energie. Spielt gerade Echo. Und ja, okay. Destiny. Ja, gut. Was auch sonst, Mongo? Also. Es ist ein 32 Zöller. Jetzt bin ich schon den ganzen Tag, ich habe noch nicht gegossen. Ne? Ich bin so, nur am Säen. Ich kann jetzt nochmal gießen gehen, ich habe jetzt gerade mal. Ich bin am Säen. Ja. Sämann. Du machst mir irgendwie Angst. Ja, ich kann das auch noch nicht so ganz einschätzen, was Mongo davor hat. Da bin ich ganz ehrlich zu dir, Sarah. Also, Ah, der Shadowcoder. Hi, grüß dich. Wie viel Zoll hast du denn? Mongo, ich spiele auch Destiny. Lass mal zusammen zocken. Was ein Zufall. 3x24. Ja, ich habe jetzt einen 32er, dann habe ich einen 19 Zoller Hochkant für den Chat und als Kontrollbildschirm für das OBS habe ich einen 20 Zöller hier stehen. Auf der Arbeit habe ich einen fetten Monitor stehen, den hätte ich auch gern zu Hause, aber der ist mir zu teuer. Auf der Arbeit habe ich einen 49 Zöller stehen. Der Mongo. Und der mich. Aje. Ja, 49 Zöller auch mit 75 Hertz und FreeSync. Das ist auch ein ziemlich geiles Teil. Das ist so ein Curved-Display. Ja, 49 Zoll Curved. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Damit habe ich drei Bildschirme auf der Arbeit ersetzt. Salty Mate Mongo. Und der will nur mit Sarah spielen. Also oh Gott, ich sehe fast nichts hier. Das ist natürlich, soll ich nochmal, also ich glaube. Ja, im Gießen bin ich jetzt. Mayo wird eh nicht, achso. Aber ist am Mayo machen? Ja, ja. Das stimmt, das hatte sie ja da reingestellt. Sie hatte die, ja, ja, genau, hat es reingestellt und ich habe es jetzt erstmal. Wobei teilweise, das stimmt, die Felder, wo die, Ach, du bist so eine Leuchte, ne? Du hast, irgendwie. Ja, ich habe einen Ring dafür, hast du keinen? Ah, einen Ring. Oder ja, ich habe den Leuchtring. Ja. Ich habe den Leuchtring. Ja, auf dem Discord fehlt eine VIP-Rolle. Das stimmt, da hast du nicht unrecht. Die müsste ich. Ich glaube, der Rest ist gegossen. Einen neuen Bot einbauen, weil der Couchbot ja leider nicht mehr supported wird. Und insofern ist das dann auch der Plan, da nochmal was zu tun. Wie alt bist du denn überhaupt? Das da kommt erstmal die Gegenfrage. Ich habe zuerst gefragt. Das kann ja ein Battle werden. Ja, aber wie gesagt, David, also das ist noch geplant. Im Moment habe ich, was ich im Moment schon drin habe, ist, dass die Sub-Rolle übernommen wird. Aber ja, also ich hoffe ja, dass wenn jetzt doch morgen die Grafikerin weitermacht,
mit meinen Emotes und meinen Sub-Badges, dass ich dann hoffentlich bald dann auch das bieten kann. Und, ich wahrscheinlich schlafen gehen. Bei Stardew Valley ist das tatsächlich, glaube ich, nicht so das Problem, das stimmt. Mongo spielt nur mit Girls. Ja, ich weiß, wie gesagt, auch noch nicht so ganz, was er jetzt davor hat. Ja, Daniel, das ist gerade eine Single-Börse da. Ja, ich merke das schon. Single-Börse hier im Channel. Ja. Nicht schlecht. So weit ist es schon. Na, ich kenne ihn ja persönlich, also insofern... Daniel, ich soll dir ausrichten, dass der DJ Prince LP gerne endlich mal sein Sub-Emote haben will. Ja, ich bin ja dran. Ich hoffe nur, dass dann die Ausführung, nachdem es dann endlich gemacht ist. Du bist aber auch wählerisch. Das sieht man doch eh kaum. Was? Die Dinger. Ich habe ja meine jetzt auch. Jenny meinte auch, nee, das kannst du doch nicht so nehmen. Und das sieht ja gar nicht aus wie du. Ich sag, das ist so klein, das sieht kein Mensch. Es soll einfach ganz cool aussehen und das tut es. Ja. Ich habe Post Steine gekriegt. Ja, ich auch. Von wem denn? Von der Mani? Mani! Ja. Okay, willst du lesen oder soll ich lesen? Soll ich lesen? Mach mal. Hallo Jagdfrosch84, ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen. Und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Okay, Amaranth, wo kriegen wir das denn her? Sie lieben das Zeug. Danke, Mani. Okay. Na gut, dann nehmen wir es mal an. Naja, warum wir das herkriegen? Ich weiß nicht, was wir mit der Mayo machen. Mit der Mayo? Naja. Vielleicht können wir der Peggy das als Alkohol verkaufen. Erstmal die Hühner streicheln. Ach so, wir haben diese Pilzhöhle, ne? Vielleicht sollten wir da auch mal täglich reingehen. Ja, das wäre natürlich eine gute Idee. Ja, ne? Ich gehe mal gucken. Ja, ich habe die Sub-Emotes tatsächlich hochgeladen, aber das dauert ja ewig, bis man da mal was hört. Ja gut, das war jetzt die Tage, ne? Ich weiß, aber ich hatte ja gesagt, dass man das, da ich das schon gelesen habe, dass das halt schon mal gerne dauert. Hä, du bist doch noch gar nicht leer. Hallo? Ah, egal. Was haben wir denn da jetzt? Komischer VIP. Ach Leute, habt euch lieb. Sonst muss der Papa dazwischen gehen. Hey Mongo, ich bin 35, sollen wir uns mal treffen? Ja. Ach Gott, sie hatte ja auch hier umsortiert, ne? Oh. Ja, suchst du jetzt gerade nach. Ja, ich gucke jetzt, wo die Pilze drin waren. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, da. Ich hab's. Ein paar Pilze habe ich sonst auch noch. Ich habe nur eine Omnigeode. Ich leg die auch mal in die ganz rechte blaue Kiste. Immer diese alten Leute. Ah ja. Ich habe einen schönen Pass. Ja, ich glaube, ich gieße mal und dann. Oder willst du gießen? Ja, könnten wir noch mal. Also, ich kann auch gießen, wenn du schon mal runter willst. Dann gehe ich in die Mine. Deine Geode. Achso, nee, die habe ich jetzt. Ich kann die auch mitnehmen. Nee, brauchst du nicht. Okay. Lass es. Geh runter in die Mine. Ich gehe in die Mine. Stimmt, jetzt muss ich hier oben, ne? Ja. Ach, schön. Ich stehe ja eher auf Ältere als auf Jüngere. Tja, Mongo, ich glaube, dann hast du da schon verkackt. Hast du keine Chance. Ich glaube, jetzt habe ich alles gegossen. Was? Habe ich da gerade eine E-Mail gehört? Hatte ich das Programm nicht zugemacht? Ältere sind auch reifer. Egal. Ach, in der Mine waren wir ja fertig. Ja, stimmt. In der Mine waren wir fertig. Da können wir jetzt höchstens farmen. Aber lohnt sich das? Weiß jetzt gar nicht, wo es dann jetzt weitergehen sollte. DJ Prince LP, vielen Dank für die Spende von 3 Euro. Das ist dann meine erste. Vielen Dank. Ja, hast du da noch deine Einrichtung gemacht? Meine Einrichtung, ja. Die Alerts und für die... Ja, das liegt jetzt sehr praktisch, sehe ich gerade. Aber ja. So oben. Jetzt sieht man nicht mehr, welcher Tag es ist. Naja, bei Stardew Valley ist das nicht ganz so schlimm. Wenn ich zwischen 18 und so 25 wählen dürfte, würde ich 25 nehmen. Ja, du hast die Spende entjumpfert, so sieht's aus.
Eine weitere, achso, die Nachricht wurde jetzt zurückgehalten. Ja, Sekunde. Dann kann ich sowieso gerade einmal, ja, schön, jetzt hier der Pling-Plong-Sound vom USB. Achso, soll ich das erlauben? Na, ich hab schon. Achso. Ja, das darf er doch. Bescheid geben. Ich kann einfach nach links raus. Ja, ich wollte aber sowieso mal gerade gucken. Ich habe diese Eventliste da jetzt drin. Die ist zwar tierisch schön, dass die da jetzt da oben ist. Daniel ist auch schon Opa. Was man sich hier anhören muss. Aber ich überlege sie zumindest etwas anders zu platzieren, damit sie nicht so viel von da oben wegnimmt. Und die machen wir mal da runter. Ja, so. Ja. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht jetzt wochenlang dauert, bis wir das freischalten. Wahrscheinlich sind es im Moment einfach zu viele Affiliates. OBS ist gecrashed. Na schön, das hat ja schon mal gut geklappt. Ich habe nur... Du bist über Streamlabs dran, oder? Ja, nicht das OBS. Achso. Das auf meinem Gaming-Rechner. Sekunde, das Bild ist sofort wieder da. Der mochte gerade, glaube ich, das USB wechseln nicht. Nee, passt schon. Ayatayatayat. Das sind die Probleme, mit denen man da erstmal nicht rechnet. Aber 6K das macht nichts. Da kannst du ja eigentlich was raushauen. Ich muss eigentlich auch mal gucken, so, ob ich dann da andere da ist das Bild wieder einfüge, die man mit den Froschis machen kann. Haben wir zwar eine Doppelmaus, aber das macht auch nichts. Ich sollte also Lea nicht. Lässt mich ja nicht rein. Da dürfen ja nur Freunde rein bei ihr. Jetzt muss ich mal gerade gucken. So, dann einmal das hier wieder runter. Das hier wieder runter. Star Wars Jedi Fallen. Ja. Das hat er auch gespielt. Das habe ich auch gespielt und das ist mein Hintergrundbild. Ja, die Doppelmaus, das kriege ich jetzt gerade nicht weg, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Okay. Ansonsten sollte es fassen. Der Star Wars Jedi Fallen Order, das ist aktuell noch das Hintergrundbild, ja. So, hier gibt es nichts Neues in der... Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast. Okay. So, jetzt ist einmal die Ingame-Maus, die braune, und einmal ist hier meine Windows-Maus. Echt, du siehst nur eine? Dann ist gut. Dann ist doch gut. Ich sehe die in der Vorschau doppelt, aber okay. Wenn ich zu schnell bewege, dann wird das Spiel hier asynchron, glaube ich. Das Dschungelcamp. Und es laggt gerade ohne Ende. Ich glaube, ich muss dann gleich mal... Also merke nicht... Währenddessen. Ich muss mir doch mal eine Software installieren, damit ich quasi rübergehen kann auf den Rechner. Dschungelcamp, da kannst du dich wahrscheinlich am besten mit Kai unterhalten. Der ist da, hat auf jeden Fall auch was von mitbekommen. Wird nicht angezeigt. Ja, ich muss trotzdem gleich mal gucken. Wenn ich die Maus zu schnell bewege, dann ruckelt das Spiel gerade massiv. Okay. Ja, sonst muss ich gleich mal beim Tageswechsel einmal kurz raus und das Spiel nochmal neu öffnen. Also merke, Daniel, erinnere mich dran, dass ich nicht mehr den USB-Switcher betätige, während wir spielen. Ja, also in-game ist es ja wahrscheinlich sowieso nie so die beste ich glaube auch nicht. Sache, irgendwas. Also ich meine, das habe ich ja auch schon gemerkt, als ich mein Mikrofon einmal rausgezogen habe. Ja, das ist allerdings auch nicht so klug, ja. Ja. Das hätte ich dir sagen können. Das ist natürlich wesentlich klüger. Ja, es ist ja nur die Maus, ne? Und die Tastatur. Oh, egal. Ja, nee, klüger ist das auch nicht. Hast schon recht. Ja. So, ja, muss ich gleich mal gucken. Die Folge habe ich komplett geguckt. Die habe ich dann auf den PC. Falls es leckt, einfach Alt F4. Ja, das mache ich gleich dann. Mit Schokolade. Aber danach nicht mehr wirklich geguckt, ja. Ja, ich glaube, wenn mein Rechner schon das nicht packt, dann... Ist ja auch immer spät. Wenn mein Rechner schon das Spiel nicht packt, dann sollte ich vielleicht aufhören. Hat er denn noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Bücher oder so? Was machst du da? Hi, Call Me Simon. Vielen Dank für die 100 Bits. Hallo auch in den anderen Channel. Ah, das Handherz-Emote. Ja, das ist tatsächlich dann auch, so in etwa sieht auch meins dann aus, wenn ich denn die Emotes freigeschaltet bekommen habe. Ich habe auch ein Handherz-Emote. Ich habe es nur nebenbei laufen gehabt. Ja, ja, ich sage, ich habe davon dieses Jahr auch mal wieder gar nichts mitbekommen. Ja, also in die Mine, wie gesagt, da können wir jetzt nicht mehr wirklich viel machen dann. Außer wir wollen farmen. Das wäre dann was.
Beziehungsweise, ja doch, meinen. Ja, das ist jetzt die Frage, wie es logistisch hier weitergeht. Mhm. Eigentlich wäre ja auch irgendwie noch die Möglichkeit, Kosten hattest du? Es ist verschlossen. Irgendwo konnten wir doch auch den Schlüssel bekommen, ne? Zu den Minen, zu den Sewers. Ich glaube, ja. Wir haben ja auch noch diese Quest, wo wir rausfinden sollen, was der Schädelschlüssel für was, ne? Ah, ja. Ist der nicht vielleicht für die Sewers? Das weiß ich nicht. Oh, könnte ja sein, ne? Die Pam. Die Marnie. Ja, danke, DJ Prince LP. Ich sehe den Chat vom Daniel ja auch, insofern. Ja, danke dir auch noch einen schönen Abend. Okay, da gibt's nix. So, jetzt haben wir ja. Mal, wenn ich mir Mitgliedschaft hole, dann kann ich ja immer die gewählte Klasse auf 110 testen. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch gesehen, dass die Möglichkeit besteht. Ich habe das nur halt direkt umgestellt. So, das kannst du. Du bist jetzt gleich sowieso am Ende des Tages, ne? Dann würde ich mal ganz kurz das Spiel neu starten. Du nicht? Ja, dann kann ich irgendwie kurz warten. Ja, warte, dann machen wir zurück zum Desktop, weil das ist echt gerade blöd sonst. Muss mal gucken, es gibt so Software, womit du das übergreifend machen kannst. Zumindest wenn die Spiele im Fenstermodus sind. Irgendwie ruckelt es ab und an bei dir. Ja, das war bei DBD schon okay. Bei DBD, also da ist mir das auch aufgefallen, dass er da schon mal so ein bisschen gelaggt hat. Etwas komisch. Also das ist auf jeden Fall bei mir auf dem Rechner. Da muss ich vielleicht nochmal irgendwie nachgucken, ob da irgendwas im Hintergrund zwischenspackt oder so. Ah, Kai. WB. Mal kurz. So, da bin ich ja schon wieder. Da bist du schon wieder. Sehr schön. Ich habe den Tag noch nicht mal beendet. Ja, super. Dann bin ich ja hier noch richtig voll motiviert. Ja doch, da ist die Liste jetzt besser. Ich habe sie auf die linke Seite gepackt. Ich hatte sie bei Stardew auf der rechten Seite, aber dann siehst du nicht mehr, welcher Tag es ist, wenn da die Leute angezeigt werden. Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch was hatten. Ich kann jetzt natürlich noch verkaufen. Ja, ich habe ja gar nichts gemacht quasi. Also schon, aber ich bin nur runtergegangen. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Was die nächste Mine ist. Ich wollte jetzt nicht raustappen. Meinst du, sie lurkt heimlich, ohne dass, dass der Kai das mitbekommt? Du hast es schon ins Bett gelegt. Bist du jetzt gerade am Googeln? Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Okay. Ob ich da irgendwas zu finde. Wo denn die zweite Mine ist? Die Minen befinden sich. Ich meine. So, Ebenen, Inhalt. So ein richtiger Härtetest ist das jetzt sowieso gerade noch nicht. Mit Stardew Valley. Seuchte Ebenen. Ah, gut. Okay. Trivia will ich eigentlich auch nicht. Loren, Kanalisation, Steinbruch. Nee. Kaliko-Wüste, da könnten wir auch mal gucken, ob wir denn da hinkommen irgendwie. Die Kaliko-Wüste? Da musst du dann mit dem Bus hinfahren, oder? Ja, genau. Ja, vielleicht gehen wir da mal gucken. Ja, das klingt gut. Nee, das tut sie nicht. Hab ich gesagt. Ich könnte ihre Werbung. Ich meine nicht gut. Wange tut weh. Fängst du Streit an. Das ist aber doch nicht nötig. Achso, Pilze gibt's nur alle paar Tage, ja, da war was. Ja, nicht, dass du dich jeden Tag abschießen kannst. Was? So. Ich brauche Beschäftigung. Ich dachte, ihr seid in Destiny noch. Mongo. Ich find's lustig, wie die Bayern Bye-Bye sagen. Okay, ich gehe mal davon aus, es geht um Fußball. Ja, aber wenn du ja Beschäftigung brauchst, bist du ja hier genau richtig.
Beef, Beef, wir wollen Beef. Hat Marie doch auch. Achso, ich wollte jetzt gerade schon durch in die Stadt laufen. Hier läuft ja erstmal alles. Das klingt gut. Haben wir nirgendwo? Aber doch da. Kann ich jetzt hier ein Ticket kaufen? Müssen wir ein Ticket kaufen? Der Bus Richtung Valico ist momentan nicht in Betrieb. Ja, wann ist er das denn? Oh. Das ist doch Kacki. Kacki was ist sowas. Das denn? Ich will da jetzt hin. Was haben wir denn? Hexensumpf, Hof. Hofteich, Höhle. Kanalisation gucken wir jetzt einfach mal. Die Sewers. Im späten Spielverlauf ist das aber erst was. Oder durch das Gitter im Süden des Zunder-Saftwaldes. Aha. Okay. Shop. Was denn? Nö, nix. Ich hab dir zugehört. Steinbruch und Steinbruchmine. Ah, okay. Dafür müssten wir erstmal zum Steinbruch kommen. Da kommen wir im Moment auch nicht hin. Zum Steinbruch. Also Sur ist ja hier, ne? Oh, jetzt geht hier ein Battle los. Seid lieb zueinander, beleidigt super einander verschlossen. Nicht. Das sind die Regeln hier im Chat. Ich möchte nur darauf hinweisen. Ich möchte jetzt hier gleich keine Anfeindungen haben. Ja, so. Okay. Also Sur ist definitiv noch zu. Ja, aber da war ja irgendwas mit Schlüssel. Ich bin jetzt gerade echt etwas überfragt. Die geheimen Wälder gibt's auch noch. Ja, dann über die geht's auf jeden Fall gerade ab. Ja, ich komme gerade, bin ich ja noch beim. Ja, ich wenn du lesen willst, kannst du das gerne kommentieren und lesen. Ja, ich lese erstmal. Ich filter das ein bisschen, ja. Ja, filter das ein bisschen. Mein Herr Mod. Ja, das Schöne ist, ich könnte bei dir als Mod jetzt gerade eh nichts tun, weil dann habe ich wieder das Problem mit dem Spiel, dass es abstürzt. So, Gott. Höhle. Ich habe ja den Chat-Monitor habe ich ja auch am Streaming-PC. Mhm. Damit ich hier nicht mehr aus dem Spiel raus muss eigentlich, aber vielleicht müsste ich mir dann doch zumindest irgendwie eine zweite Maus oder sowas hier hinlegen. Tastatur brauche ich ja nicht wirklich für die meisten Sachen, aber Maus wäre zum Teil vielleicht nicht ganz so verkehrt. Tantenkäferhöhle, ja scheiß die Wand an. Also gut, ich denke, dann müssen wir erstmal. Ja, was müssen wir? Weitermachen. Wow. Weiter tun, was wir tun. Hervorragend, Daniel. Vielen Dank für diese Info. Hast du gefiltert oder muss ich jetzt auch nochmal lesen? Nö. Achso, der DJ Prince LP. Der hatte dich noch verabschiedet. Das kannst du gerne lesen. Ah. So, ihr leckeren Froschschenkel. Ich wünsche euch was. Daniel, was war ich da so? Dankeschön. Dito. Ja, danke für die Grüße. Und wir schreiben dann. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch eine wundervolle Nacht und noch einen schönen Restabend, gegebenenfalls auf der Couch. Ja, von mir auch auf jeden Fall eine gute Nacht und beziehungsweise noch einen schönen Restabend dann auf der Couch mit der Frau. Ja, auch schöne Grüße. Ach ja, so. Ja, also ich hab jetzt wirklich nicht wirklich was rausfinden können, was an welchem Punkt gerne. Oder was wir machen können müssen sollen. Ja, das ist gut, Daniel. Das, ja, ne? Ich hätte jetzt sonst gesagt, sonst kannst du auch nochmal suchen, aber wie gesagt, alles was ich irgendwie. Ja, wie soll ich denn jetzt suchen? Oh, ich habe die Lea gefunden, Moment. Soll ich ihr ein Ei schenken? Nee, das ist nicht gut. Eine leere Box. Das kommt bei. Was ist denn das hier? Oh Gott, ja, ich glaube, wenn ich ihr das schenke, was ich jetzt alles dabei habe, das kommt nicht an. Okay, gute Nacht, David. Wie auch immer, bin erstmal weg. Ja, okay, dann genau, eine gute Nacht. Und viel Spaß morgen in der Schule. Ja, beziehungsweise viel Erfolg bei deinem Test, genau. Ja. Auf dass er trotzdem was wird. Okay, ja, dann. Hatten wir denn hier unten schon freigeschaltet? Also, gewisse Freischaltungen sind ja auf jeden Fall übers Community Center.
Über das Community Center. Ja, ja, genau. Auch wenn du dich da immer drüber lustig machst, aber 300 Stücke Holz. Ja. Ne? Vielleicht sollte ich den Stream einfach ausmachen und ich gucke Leuten zu bei Stardew Valley, die es können. Ich habe gesehen, die Honeyball, die streamt das auch gerade insofern. Aha. Willst du jetzt gerade Fremdwerbung machen, damit... Nein, damit ach, das ist ja keine Fremdwerbung. Vertreiben unsere Leute. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ist was nicht du viel zu vertreiben. Weißt. Ja, Daniel, wenn ja, das bei... ich kann sonst gleich nochmal gucken. Oder du musst mal am Handy gucken oder so, aber... Am Handy gucken, das wäre höchstens eine Idee. Also ich komme auf jeden Fall jetzt gerade, habe ich nicht wirklich gefunden, was wir noch Sinnvolles... Dann versuche ich mal mein Glück so. Am Horndi. So, ich gehe mal gerade unten die eine Brücke fertig machen mit 300 Holz. Das ist ja dann immerhin schon mal was. Und hier, glaube ich, nehme ich dann noch die Regenwürmer mit. Jo. Zug fährt durch das Sternentautal. Ich meine, da fällt immer was runter von dem Zug. Ja, ich war eben da oben. Achso, ja. Jetzt fährt aber der Zug durch das ja, Sternentautal. Super, Daniel. Ja, ich gehe gucken. Genau, geh mal gucken. Ich geh mal gucken. Soll ich mal gucken gehen? Geh mal gucken. Ich such mal, was man nach der Biene macht. 100.000 Schritte gegangen. Ah, ich sehe dich gerade vorm Community Center stehen. Ja, gut, ne? Müssen auch nochmal zum Clint. Ja, für die Geoden. Ja, du hattest ja noch welche. Start. Bienenguide. Ja, nee, die Mine ist durch. Oder der Bienenguide. Ah, der Zug fährt immer noch durch. Ja, nö. Also auf die Art und Weise finde ich da jetzt auch nichts raus. Vielleicht müssen wir einfach... Hype Train. So. Ja. Lässt dir da noch was fallen oder stehe ich jetzt hier nur... Das ist eine gute Frage, was da jetzt wie weitergeht. Chuchu. Ich guck mal nach einem Guide. Ich glaube, okay. Obwohl ich da so viel Zeit drin versenkt habe, glaube ich, dass ich nicht viel mehr als die Mine gemacht habe. Ja, also ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich nur in der Mine war, als ich alleine gespielt habe, aber im Community Center ziemlich viel freigeschaltet hatte. Ich glaube, ich hatte mich da mehr auf den Hof konzentriert. Ja, vielleicht sollten wir das dann auch tun, Tiere und sowas. Ja, müssen wir halt anbauen, aber irgendwie muss es ja auch sonst noch weitergehen. Ja, das kommt dann. Kommt dann alles von alleine. Ja, das kann sein. So. Dann gehen wir jetzt mal kurz zum Strand und machen einmal flott die Brücke fertig. Ach, du baust, ja, siehst du, wenn du die Brücke ja schon fertig machst. Ja. Krass. Was ist dann? Dann geht's ja auch schon irgendwohin weiter, oder nicht? Oh Gott, der Mongo hat so viel Langeweile, dass er sich jetzt mit dem Bot unterhält. Was ist denn mit Destiny los? Er ist halt Destiny, ne? So, jetzt haben wir nämlich auch Zugang zu dem anderen. Ach, freue ich mich auf nächsten Monat. Wegen Doom, oder was? Ja, Doom, endlich. Doom Eternal. Ja, oder Doom... Halbes Jahr. Dafür soll es aber mega fett sein. Also die Vorab-Tests und so, die letztens auch öffentlich veranstaltet wurden, die hörten sich sehr, sehr gut an. Okay. Also es soll sehr umfangreich sein. Es soll, die erste Mission soll einen Umfang haben von der Hälfte des ersten Teils von der Kampagne her. Okay. Also das soll mega, mega groß sein. Ich bin da echt gespannt drauf. Schauen wir mal. Ja, ich sage, ich wahrscheinlich werde ich das direkt, wenn es rauskommt, um 0 Uhr anfangen zu streamen.
Deswegen auch unter anderem die Idee mit dem Streaming-Rechner. Damit dir nicht dein Setup abkackt. Das kackt definitiv dabei ab, weil Doom 2016 hat schon alle Kerne vom 6-Kerner damals genutzt. Oh ja. Wie weit seid ihr denn bei Destiny mittlerweile? Durch. Bist du schon im Bett oder bist du? Wahrscheinlich durch. Ach so. Ich im Bett? Nee, ich bin noch unterwegs. Ich war einfach mal losgegangen, damit überhaupt irgendwas passiert. Ach so. Ich kann aber gerne jetzt gucken, ob ich wieder zurückfinde. Warte. Das kann da rein. Keine Ahnung, guck doch mal nach. Als wenn du das nicht wüsstest, wie weit ihr mittlerweile seid. Ihr seid so gut für das Game. So gut für das Game. Okay. Ja, dann wird es Zeit für was Neues, oder? Ihr rollt die drei Teilnehmer-Sachen zu zweit, ne? Ah, da kommt die Leuchte. Ja. Schauen mal. Naja, also wir könnten ja nochmal spielen, aber da müssten wir halt irgendwie dann auch. Beim letzten Mal war es ja quasi schief gegangen. Da kam ja die Krankheit dazwischen. Ich habe es tatsächlich für das NDI hatte ich es jetzt nochmal laufen. Naja, sagtest du ja, dass Destiny gut läuft. Da habe ich mich schon gewundert, ob du krank bist. Nee. Nee, ich bin nicht krank. Nee, das war jetzt das erste. Doom stürzt bei mir ab. Weil ich das auf Vulkan API umgestellt hatte. Eine neue Geste. Und deswegen kackt Doom 2016 zum Test immer ab. Und dann wollte ich was ähnlich Schnelles haben und da fiel mir Destiny halt ein. Aber Doom trotz Config zurücksetzen, weil die blöde Config-Datei in der Cloud gesaved wird, überschreibt ihr die mir jedes Mal dann doch wieder. Und da kriege ich die Vulkan API nicht raus und da hat der AMD-Treiber halt leider aktuell immer noch Probleme mit. Okay. Warum auch immer. Also nur bei meiner Karte, aber. Deswegen. Er mag dich nicht. Nö, sieht so aus, ich ne? Ich habe gerade schon mal Heu nachgelegt und ja. Nur das eine Huhn lässt sich irgendwie nicht streicheln. Aber ich glaube, das gilt dann schon als Streicheln. Eine neue Geste also. Naja, immerhin. Machst du zu? Ja. Ja, gut. Ihr seid ja so hinter diesen ganzen Gesten her. Ich sag ja, diese ganzen Cosmetics ist irgendwie nicht so das, was mich irgendwie reizt. So, ich muss erst da raus. Neue Kuhvergnügen, Amaranth. Kann natürlich sein, dass das irgendwas ist, was wir anbauen. Im Winter wird es ja sowieso lustig. Da müssen wir gucken, was wir machen. Ne? Im Winter gibt es ja nichts anzubauen, glaube ich. Außer wir haben irgendwann ein Gewächshaus. Ein Bündel Amaranth. Soll ich mal gucken gehen wegen Amaranth? Nicht, dass wir das anpflanzen müssen. Wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal im Laden. Kannst du natürlich gucken. Das könnte natürlich sein, dass sie das deswegen möchte. Weil sie will ein Bündel. Ein Bündel. Um die Cosmetics geht's in dem Spiel. Ist das so? Aber darum geht's doch, okay. Ist das so, also, dass es da um die Cosmetics geht? Wie gesagt, das war für mich nie der Anreiz, solche Games zu zocken. Ja komm, mich hast du damit geködert, dass das so ähnlich sich spielt wie Doom, also insofern. Ja, was heißt geködert? Das habe ich dir nicht gesagt. Du hast Doch. Es dir angeguckt und hast festgestellt. Ja, weil ich es hatte. Weil ich es eh hatte. Ja. Amaranth. Ja, Amaranth. Ich glaube, ich habe Amaranth sogar schon gesät. Ah, sehr schön. Weil wenn ich Weintrauben gesetzt habe, dann habe ich auch Amaranth gesät. 5 Stück. Die will ein Bündel. Dann passt das doch. Ja, ist doch gut. Das ist doch gut. Ach so, warst du schon beim Clint? Nee, bei Clint war ich noch nicht. Ich hab, dann könnte ich natürlich mal die Geoden einpacken. Trage. Dann gehe ich mal mit den Geoden dahin. Oh, ein Specht. Specht macht. Specht klopft. So, ja, stimmt, der klopft ja. Oh, da war ein. Der klopft. Specht klopft, ja. Aber das ist jetzt out. Das ist out. Was ist jetzt? Im Moment hat er ja nicht so richtig was. Hat er keinen Running? Nee. Gag ist ja.
Also habt ihr in Destiny jetzt schon alles wieder erreicht, oder was? Ich glaube, ich bin immer noch bei Season Rang 6 oder so. Ja. Oh, ich habe einen Stock. Treibholz. Wer das wohl haben will. Das Community Center vielleicht? Ich glaube nicht. Ne? Nee, die wollen wirklich Fische haben. Fische? Oh Gott. Ja, da gibt es auch eine Kategorie nur mit Fischen. Ich weiß nur nicht, was wir dafür dann kriegen. Dann einen Sondersee oder so bekommen. Oh, was war denn da jetzt drin? Ein Ozeanstein. Mhm. Eine alte Legende behauptet, dass diese Steine Mosaika-alter Meerjungfrauen sind. Okay. Das ist Müll, eine durchgeweichte Zeitung. Finden wir hier überhaupt irgendwelche Fische in unserem Tümpel? In unserem? Oh, wahrscheinlich nicht. Außer Müllis schwimmen da ja wahrscheinlich nichts rum. Ränge sind egal, Hauptsache Emotes, ja, ich sag, also das, da bin ich nicht, ja, ist ja kein Problem mit dem Raid Shader, ich sag, also was Shader angeht, auch die sind mir eigentlich relativ egal. Oh Gott, okay, da ist echt nichts Vernünftiges drin. Ach Gott. Das ist ja auch alles Cosmetics und, also wenn, dann wären Waffen oder Rüstungen wesentlich interessanter, aber irgendwie schaffen wir es ja nie mal in Raids zu gehen. Insofern ist das ja eher schwierig, da sowas zu bekommen. Kiefernzapfen. So, ich gehe jetzt mal ins Community Center. Oh. Ja, mal gucken, was da so gebraucht wird. Ja, aktuell. Du kannst natürlich mal gucken, weil wie gesagt, das sind die Sachen, womit wir was freischalten, wenn eine komplette Kategorie fertig ist. Ich guck mal. So, Community Center. Bündel Krabbenreuse. Was? Krabbenreuse? Teichfische? Nachtfische? Ja, die Krabbenreuse kannst du am Wasser auslegen. Dann gucken wir mal hier oben. Ein Bündel 25.000 G. Mhm, ist klar. Ein Bündel 2.500 G. 10.000 und 5.000. Achso, das ist für den Tresor. Ah, das ist die Busreparatur. Wenn wir das fertig haben, ist der Bus wieder aktiv. Dafür brauchen wir Geld. Mittwoch oder Donnerstag? Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, Barbara ist mit Sicherheit dabei. Ja. Also gehört. Was denn? Der Bus wird repariert, wenn wir den Tresor machen. Ah, okay. Da steht Busreparatur. Der Tresor, das waren die teuren Sachen, ne? Ja. 2500 G, 5000, 10.000 und 25.000. Ah, super. Also ich würde jetzt das eine Bündel hier schon mal auslegen, die 2500, die tun jetzt nicht so weh. Und dann müssten wir mal gucken, dass wir Kohle machen. Kohle kriegen. Ja gut, dann müssen wir halt anbauen und ernten, verkaufen. Ja. Bündel komplett, sehr schön. Dann am besten quatschst du dann nochmal mit Barbara. du, ihr seid eingerechnet, steht da. Ja, wir sind eingerechnet, aber am besten das nochmal mit Barbara dann tatsächlich auch absprechen, dass das für die auch passt. Genau, und dann also für Mittwoch wäre das potenziell kein Problem. Was kann man denn hier? Dann gehe ich mal Früchte und Pilze verkaufen. Ja, ist die Frage, ob wir noch weitere Felder bestellen, wenn wir jetzt irgendwie. Ja, ich glaube, das wird notwendig werden, ja. Ja, dann hacke ich hier mal noch ein bisschen den Boden frei. Dass wir dann gleich noch sehen können. Hast du noch Samen über? Nee. Okay. Okay, aber das schaffen wir jetzt auch heute nicht mehr. Ich glaube, 16 Uhr machen die Geschäfte ja schon zu, ne? Ja, die müssten eigentlich schon, genau. Können wir ja das Feld soweit schon mal vorbereiten in größerer
einen größeren Bereich. Dass wir dann quasi am nächsten Tag einfach nur noch hinkommen müssen. Och. Dann halt den Rest gießen. Ja. Ja, manchmal ist das ein bisschen... Ja, weil das irgendwie wieder sich dreht. Oh Gott. So, ich guck mal, dass ich hier oben noch die Zwischenräume voll mache. Ja, da stehe ich drauf. Das ist nicht gut. So, ja. So, hier waren auch noch Zwischenräume, die wir noch bestellen können. Nicht so. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh, die Vogelscheu. Ich habe doch gar nicht dahin gehackt. Ich habe eigentlich... Sie abgebaut? Ja. Sehr gut. Ja, ich hätte eigentlich... Wollte ich hier nämlich vorm Haus noch zumindest gucken, dass wir die Felle soweit frei haben. War das hier jetzt zum... Achso, die waren noch nicht fertig. Gut. Ah ja, ich habe auch gerade geguckt. Ja, ja. Ja, weil hier nämlich eben auch schon Gras dazwischen war. Hi, Niki! Meine Hand und meine Tastatur sind fast kaputt gegangen. Was machst du denn? Okay. Spielst du arg? Hast du einen Anfall gehabt, oder? Spielst du arg? ja, ist die Frage, ob wir jetzt noch irgendwas tun mit unserer Zeit. Ah, lol. Okay. Lol zocken. Also du versuchst es zumindest. League of Legends. Das, ach so. Lol. Und du hast da gerade einen Wutanfall gekriegt, oder wie kommt's? Ach, schade, stimmt. Für ja, das können wir noch nicht. Dafür müssen wir auch wieder Geld haben und Bronze. Einen dezenten. Dezenten, okay. Ja gut. Übertreib's nur nicht. Ich glaube, ich gehe noch mal gucken, ob die Mayonnaise-Maschine denn jetzt soweit ist. Ja, mach mal. Da müssen wir ja eh freilassen, damit die Hühner nicht ausbüchsen. Oh je, oh je. Eine angenehme noch. Mama muss ratzen. Nehmt euch. Wir benehmen uns immer. Also außer das Daniel manchmal. Ja, danke fürs Reinschauen. Ja, wie gesagt, also für Mittwoch könnten wir auf jeden Fall mal gucken. Da müsstest du nur am besten nochmal mit Barbara einmal mit der Verwaltung quatschen. Passt. Ja, ja, mittwochs. Mit dem Stabschef. Ja, eigentlich dann. Ja, nee, gut. Dann eine gute... Was soll ich denn machen, wenn... Meine Mate mich flamed, aber selber komplett rein scheißt. Ja, wie gesagt, das ist der Grund, warum ich kein LOL spiele und auch nicht spielen würde, weil die Community halt so mega toxic ist. Das muss ich mir nicht geben. Naja, ist nicht fast jede Online-Community irgendwie ein bisschen toxic? Was kommt drauf an. Okay, Mongo, dann auch dir. Danke fürs Reinschauen und noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht. Und einen guten Wochenstart für euch. Es gibt aber auch gute Runden. Ja, gut. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei DBD. Manchmal hast du gute Runden, aber die meisten sind schlecht. Naja, die Killer sind im Moment echt ziemlich ätzend. Camper. Die campen, genau, die tunneln. Ja, kenne ich doch irgendwie. Das ist doch auch irgendwie immer so. Oh, sammle Stufe 3 plus 1 Axt-Effektivität. Neues Herstellungsrezept, Zapfhahn. Wow. Ja gut, die habe ich ja schon hergestellt. Die Bäume sind ja schon da. Da müssen wir auch dran denken, mal dran zu gucken, ob die abzuernten sind wegen Harz. Ja, habe ich zwischendurch eben auch gemacht eigentlich. Okay, ja, dann ist gut. Ich hatte nur nicht dran gedacht. Und, ja, das ist halt, das ist normalerweise die Aufgabe von der Thesia gewesen. Ja, stimmt. Die hatte nach der Farm geguckt. Ja, während ich im Feld. Einkaufen? Soll ich einkaufen? Ich kann jetzt gleich einkaufen gehen. Ich gehe einmal kurz Pilze farmen. Ja, dann gehe ich hier nämlich gerade schon mal abernten. Wir haben jetzt also Weizen. Oh. Und dann würde ich, glaube ich, schon mal anfangen, hier die Felder zu gießen, die noch nicht gegossen sind. Dann kannst du nämlich gleich einfach säen. Ja, ist gut. Ne? Dann haben wir. Ich schau mal, was ich hole.
Ja, ich hole dann jetzt nicht das teuerste Zeug, sondern guck, dass es eher so das günstigere ist. Ja, das war halt hier auf jeden Fall alles möglichst voll bekommen. Weil die Weintraubendinger, die kommen ja, glaube ich, eh immer wieder, aber die kosten halt auch 200 jeweils. Mhm. Ja, ja, die Weinstöcke sind auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Wie auch, ich glaube, der Mais war das, ne? Und die Tomaten, die kamen ja auch immer wieder. Mhm. Ach stimmt, der hat ja noch zu. Ja, da war ja was. Bis 9 kannst du dir noch die Füße vertreten. Ja, dann komme ich nochmal zurück. Beziehungsweise ich gehe schon mal gerne die Früchte und sowas sammeln, die da random rumliegen. Manchmal. Oh, wir haben Senfkohl. Der ist fertig. Oh. Gibt es dann Donnerstag wieder Ark? Da ist Senfkohl. Daniel. Ja. Frage an dich, wie es aussieht. Mir ist das egal. Ich hatte ja gesagt, der Server läuft ja quasi nur noch eine Woche auf dem Server. Und jetzt, wo ich dann natürlich jetzt den anderen Rechner hier als Zweit-PC stehen habe, als Streaming-Rechner, könnte ich das umziehen. Oh, das dahin umziehen. Ja. Also das wäre kein Problem. Ja, von mir aus können wir das machen. Wo wir jetzt dann Dingens hier jetzt gerade gespielt haben, ist das okay, ja. Ja, also Dienstag ist ja auf jeden Fall Sea of Thieves. Genau, ja. Wo wir dann weitermachen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Nachdem ich mich da eigentlich letzte Woche schon so drauf gefreut habe, lasse ich mir das jetzt mit Sicherheit nicht nehmen. Ja, also grundsätzlich können wir das machen, dass wir Donnerstag dann nochmal... Ja. Ja, dann machen wir das so. Ich hatte eh noch nicht. Runde Ark zocken. Ich hatte eh noch nicht den Streamplan rausgegeben, genau, weil ich das nicht wusste. Mit dem chaotischen Wochenende jetzt tatsächlich auch nicht zugekommen eigentlich, aber will ich jetzt auch demnächst irgendwie mal hinkriegen. So, Samen. Wie das immer so ist. Was nehmen wir denn? Vielleicht auch was nicht mega lange immer braucht. Naja, das sind die eigentlich hier ganz cool. So, 10 Stück davon, 10 davon. Ja, ist ja immer so die Sache, ne? Also gewisse Sachen sind ja sehr effektiv, brauchen nicht so lange, aber trotzdem guten Umsatz. Weizen ist, glaube ich, immer ganz gut. Ja, das Amaranth, das braucht auch nur 7 Tage. Ah, wobei, der Weintraubensetzling, der ist mega günstig sogar. 60 kostet der. Ja, aber braucht wahrscheinlich dann auch erstmal 10 Tage. Zehn Tage. Ja, gut, ich meine, wir sind natürlich noch im... am Anfang, ne? Wir haben jetzt Tag 6. Also ein wirklich schweres. Ich muss mal gucken, wenn wir noch Dünger haben, könnte ich den auch rausbringen. Dünger haben die hier ja auch im Laden. Ja, ich guck mal gerade, was wir noch in den Kisten verstaut haben. War der hier drin? Uralte Samen. Wobei ich glaube, ich könnte... Ah ne, den habe ich eben verkauft. Sehr gut. Doch, hier ist noch Harz. Ich kann nämlich selber... Zumindest okay, dann ich habe jetzt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61. Hallo Tesia! Ja, ich bin wieder gesund, ja. Gott sei Dank. Ich bin tatsächlich eigentlich schon seit Donnerstagabend wäre ich tatsächlich sogar wieder halbwegs fit gewesen, Freitag aber definitiv wieder. Also Donnerstag hätte ich mich das noch nicht getraut. Aber am Freitag ging es definitiv wieder. Ich habe ja auch hier alles Mögliche jetzt umgebaut und so, ja. Aber mir geht's gut. Und dir? Bei dir auch alles klar? Hallo, These ja auch von mir. So. So, warte, du musst erst düngen. Das heißt, ich würde jetzt hier einmal drüber laufen. Ja. Dann kannst du die, also hier ist jetzt alles gegossen. Ja. Oh nein, ich wollte dir nichts abgeben. Ich wollte selber laufen. Ja, da sind halt schon welche, aber... Oh nein. Das war klug. Hm. Nö, ich komme an den Weinstöcken, kommst du ja nicht mehr vorbei. Achso, ja, da kommst du nicht vorbei. So, aber macht nix.
So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon mal alles gedüngt. Sehr gut. Ich glaube, dann kann ich aber gleich noch mehr davon herstellen. Den brauchen wir ja sowieso öfter. Ja, ich pflanze jetzt mal, ne? Ich pflanze mal alles hier zu. Achso, habe ich den jetzt doch schon wieder. Ich habe auf jeden Fall mehr als genug Samen. Also ich glaube, dass ich das ganze Feld voll krieg. Da ist noch. Oder? Na, vielleicht auch nicht. Aber gucken wir mal. Sonst gehe ich noch welche holen. Wenn ich mich beeile, kriege ich noch was. Ah. Es gibt auch noch einen anderen Dünger aus Stein, der eventuell über Nacht bewässert bleibt. Okay. Und es gibt Geschwindwachs. So, ich beeile mich mal gerade und hole einfach noch was, dass wir die Zwischenräume wieder voll machen. Bei dir denn auch alles gut, Thesia? Oder sitzt du jetzt gerade auf der Arbeit und kannst nur so nebenbei? Ja, stimmt, aber diese kurzen Lagger, ich hatte vorhin bei dir tatsächlich Knacken im Sound zwischendurch. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das, ich glaube, das kam nicht von dir. Ich glaube, das kam von deinen Discord-Kollegen. Okay, das kann sein. Also der Kai hatte so ein leichtes Knacken schon mal zwischendrin. Genau, ich glaube, das kam davon, weil da habe ich mich erstmal ziemlich erschrocken. Ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt kackt ihr wieder alles ab. Nee. So, ich glaube, Samen habe ich jetzt genug. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwas aus der Kiste, aus dem Vorrat verkaufen können. Ja, mach mal. Ja. Das Weizen können wir eigentlich auch verkaufen. Nö, sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Könnte ich ja mal gucken, ob wir denn jetzt Pflanzenqualität. Ah. Okay, das ist gut zu wissen. Gehe ich nochmal ganz kurz bei den. Bei den Hühnchen rein. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gestreichelt. Toll, da geht das eine rein. Tja, das hat keinen Bock auf dich. Oh, ich kann es verstehen. So, da ist auch noch ein braunes Ei, weil wir brauchen jeweils ein braunes und ein... Fürs Community Center? Mhm. Aha. Ja gut, ich habe noch Samen übrig. Die packe ich dann mal in die blaue Kiste hinten rein. Wenn das nächste zu ernten ist, kann man das ja direkt nachsetzen. So, da hinten an dem Baum ist noch Harz fertig. Ein Entenei. Mhm. So, das haben wir. Mais hatte ich da schon. Ahornsirup ist fertig gewesen. Süßkartoffel. Haben wir Kürbisse schon? Es ist jetzt gerade eh alles voll. Das ist eine normale Kartoffel. Ja, dann husche ich noch mal ganz kurz zum Community Center. Ja, Geld können wir da auf jeden Fall aktuell für den Tresor nicht mehr geben. Aber da stand auf jeden Fall dabei, dass das den Bus freischaltet. Ja, ich hatte jetzt nur gesehen, dass da auch Enten bzw. Eier rein sollen. Und das wäre ja dann schon mal was. Ja, das stimmt. Bevor man es vergisst, weil, ne, wenn es verkauft ist, dann ärgerst du dich wieder. Ja, das ist wahr. Jetzt möchte ich mal gerade gucken. Was haben wir denn noch, was wir gegebenenfalls verkaufen können? Die Speisekammer. So, Bündeltier. Genau, ist zwar schade um das. Ach, da kann gar kein goldenes Ei rein. Okay. Ich meine, ich will ja jetzt nicht über Kollegen lästern, aber hast du gesehen, was der Casanova eben wieder im Stream war? Nee. Das nächste Spiel, Skyrim. Oh, okay. Ja. Ich hatte gesehen, dass Temtem beim letzten Mal halt irgendwie nur noch 2-3 Zuschauer gebracht hat. Genau. Und gehen wir davon aus, dass das wahrscheinlich... Ach, ein großes Ei, kein normales, ein großes Ei. Ja, ja, und jetzt und eben... Dass das wahrscheinlich dann der Grund war... Ja, jetzt hat er Skyrim gespielt. Oh,
Ja, öfter mal was Neues. Ach, da sind Saaten. Ja, dann packe ich die Sachen doch zu den Saaten. Ja, da hatte ich auch den Dünger schon mal wieder reingetan. Ja. Sammeln Herbst. Ach, Kacke. Wildpflaume, Haselnuss und Brombeere. Wenn wir eine Brombeere haben, du hast ja schon mal gesammelt, die kommt auf jeden Fall auch ins Community Center. Ja, da muss ich das für da wissen, aber ich hatte bisher noch keinen. Ich hatte eine Pflaume und irgendwas anderes. Eine Pflaume? Ja, eine Pflaume. Hm. Wenn wir Amaranth haben... Hast du gesagt Pflaume? Was? Habe ich nicht auch gerade gesagt Pflaume? Nein. Eine Wildpflaume. Eine ja, Haselnuss die hat eine Brombeere. Die Wildpflaume hatte ich tatsächlich. Dann muss ich da nochmal suchen gehen. Mache ich morgen. Ja. Dann gehe ich nochmal sammeln, weil die liegen einfach dann da. Auf dem Weg. Ja, klar, das sind ja die Sachen. Und wie gesagt, Haselnüsse und Brombeeren. Ja, ich versuche dran zu denken. Das wäre nämlich dann der nächste Part zumindest schon mal. Keine. Ich denke, Thesia ist auf jeden Fall auf der Arbeit. Ja, ja. Passt schon. Nicht alles mit. Passt schon. Eine Haselnuss habe ich auf jeden Fall schon mal. Oh, eine Haselnuss hast du gefunden. Lag, okay. Aber hier hatten wir ja eh schon festgestellt. Echt, hat gerade geleckt? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich, weil ich gerade im Haus war. Ja, eine Haselnuss habe ich auch gerade noch gefunden. Ja, ich komme erstmal nach Hause. Die Haselnuss kann ich ja dann morgen. Ein gewöhnlicher Pilz. Isabethesia hatte auch gesagt, dass sie diese Woche wahrscheinlich gar nicht dann, also die jetzt kommende Woche auch keine Zeit hat, weil Spätschicht, glaube ich, war es. Okay. So, das war ja da. Ach so, nee, die hatte ich ja extra rausgenommen. Ja, wie gesagt, ein großer Vorteil, den ich jetzt an dem 2-PC-Setup halt auch sehe, ist, dass der Stream weiterläuft, wenn denn der Rechner mal abstürzt. Ja, wenn es halt der Rechner ist, ja. Ja, der Streaming-Rechner, der stürzt nicht ab. Achso. Das ist ein Xeon, da stürzt nichts ab, das ist ein Serverprozessor. Wenn du das sagst... Das sage ich. Das Einzige, was er irgendwie... Nee, braucht er aber auch nicht. 8 GB Arbeitsspeicher reichen in der Kiste auch locker. Und Niki, du bist jetzt wieder in LOL-Action. Na gut. Die Bohnen haben sich... Sehr gut. Aber lass alles ganz, ne? Also sowohl Maustastatur. Ja, eben, also wenn wir am Donnerstag. Und Monitor und ähnliches. Wenn wir am Donnerstag Ark spielen wollen, dann müsstest du das ganz lassen, sonst wird das schwierig. Gießt du? Gießen kann ich machen, ja. Ja, okay, ja. Ich mach Richtung Community System. Ja, ne? Community Richtung Center. Community Center. Ach, guck mal, da ist sogar schon eine Pflaume und da sind passt zwei schon. Haselnüsse, ne? Wenn du das sagst. Du wechselst zu Minecraft. Ja, das ist bedeutend Minecraft. Friedsamer. Wobei, außer wenn da so ein Creeper hinter dir auftaucht oder so, das könnte dann auch. Ein bisschen entspannen. Tja, Minecraft haben wir ja tatsächlich, wie gesagt, einmal kurz angezockt. Kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern, aber mag sein, ja. Aber das war echt nicht so meins. Also dann doch lieber Terraria in der 2D-Ansicht. Ja gut, es gibt für Minecraft halt coole Mods, ne? Also du kannst da echt komplexe Sachen mit diversen Steinzeugs und Magie und sowas bauen. Hm. Aber Minecraft ist halt auch so ein Ding, wo du immer gucken musst. Ist halt ressourcenintensiv, je nachdem, was du machst und so. Mm. Ich guck mal gerade nochmal. Oh, Mais. Die Brücke kommt auf jeden Fall so jetzt gerade nicht. Die können wir auch selber nicht machen. Das ist dann wahrscheinlich auch übers Community Center. Ich habe zurzeit ein Modpack mit 220 Mods. Also Abwechslung ist geboten. Ja, das denke ich mir. 220 Stück. Welches Modpack zockst du? Überblick.
Ja, den Überblick, das geht eigentlich schon. Sky Factory. Ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal mir angeguckt. Oder zumindest damals, als mich das noch ein bisschen mehr interessiert hat, mir mal bei einem der damals noch typischen Minecraft-YouTuber oder so mal angeguckt. Ich glaube, die meisten von denen, die ich da damals geguckt habe, die machen mittlerweile eh nicht mehr so viel in der Richtung. Hat sich ausgecraftet. Aber irgendwann ist halt vorbei, ne? Manche von denen haben sich sowieso in eine Richtung entwickelt. Da ist nicht mehr so viel mit Gaming auf den bekannten Plattformen. Der eine von denen, der macht auf Twitch, macht er nur noch irgendwelche 3D-Drucker-Geschichten und den Rest streamt er auf Facebook. Okay. Ja. So, was ist denn hier alles fertig? Ah, eine Aubergine. Ach, die kommen auch mehrfach. Na, gut zu wissen. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Habe ich gerade abgepflückt. So, dafür brauchen wir die andere Axt. Ja, die andere Axt. Also eine bessere Axt. Ich glaube, ich habe alles gegossen jetzt. Okay, ich brauche jetzt nur noch die Himbeere, Brombeere. Ja. Da hätte ich jetzt. Tja. Du bist schon die Wege. du bist schon die Wege abgelaufen. Ja, ich habe jetzt auch eine. Ah ja, okay. So, dann kann ich die Sachen nämlich abschließen gehen. Ja. Mach das. Ich habe gesehen, der Music Monk hat jetzt dann auch seinen Affiliate angenommen, ne? Echt? Ja. Der hatte, ich hatte eben bei ihm drauf geguckt und da hatte er, meine ich, nämlich auch ein Label. Hatte der den vorher noch nicht? Hatte der den noch nicht angenommen? Nee. Also der hatte schon die Qualifikation dafür, aber hat den nicht angenommen. Ah, okay. Weil er erst noch ein paar Sachen klären wollte. Ja, verstehe. Ich muss jetzt, wenn ich dann wieder da bin, muss ich noch dran denken, dann das richtige Formular auszufüllen für die Meldung an den Arbeitgeber. Ja, das, was der Michael, also was mir der Kumpel, beziehungsweise der Kollege gegeben hat, das ist halt von 2016 und die haben sich halt, die eine aus der Verwaltung hat sich halt da mega drüber aufgeregt. Mhm. Weil es ja neuere gibt. Achso. Da steht dann, wahrscheinlich ist das Design einfach ein bisschen geändert. Ja, natürlich, aber die Zentrale würde das ja sonst nicht akzeptieren. Und deswegen muss man sich dann darüber aufregen. Aber nicht mein Bier. Bündel komplett. Und wir kriegen Herbstsaat. Gut, dass wir das jetzt kriegen. Mhm. Das ist wahr. Achso, wenn wir noch Ahornsirup haben und Eichenharz. Oder müsst du noch drin liegen. Dann würde ich damit auch nochmal gehen. Das ist nämlich auch noch eins. Dann komme ich mir das jetzt flott holen. Ja, ich weiß nicht, ob alles noch da ist, aber. Ja, zwei davon brauche ich nur. Egal welche. Ja, musst du gucken. Müsste eigentlich in der blauen Kiste, hatte ich das, glaube ich, reingeschmissen. Okay, dann. Ich bin aber auch gerade wieder da. Ich bin gerade wieder zurück. Ich war einmal nochmal oben Richtung Mine gegangen, um zu gucken, ob da noch irgendwelche Sachen liegen oder so. Ja, kann man ja alles verkaufen. Also wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall 30 Herbstsaat haben wir schon mal dafür bekommen. Ja. So, da war auch nichts. Und Eichenharz. Okay, dann bin ich direkt wieder weg. Ja. Was hast du denn am Wochenende gemacht, Niki? Minecraft und LOL gespielt wahrscheinlich. Oder, cool kann es ja auch sein, aber gezockt oder auch irgendwas anderes? Oh, ist schön, wenn man die ganzen Büsche hier mal weghackt, dann hast du auch jede Menge Heu. So, da
dann kommt das nämlich da rein und das. Und dann haben wir nämlich auch die Exoten damit erledigt. Und was kriegen wir? Herbstfülle kochen. Ah, ist auf jeden Fall was zu essen. Jetzt brauchen wir noch Konstruktion. Da bräuchten wir noch 10 Hartholz, aber ohne die fettere Axt geht das nicht. Und wir bräuchten noch Sammeln Winter. Da haben wir sogar schon eins von drin. Die Winterwurzel, aber Kristallfrucht, Schnee, Süßkartoffel und Krokus. Aber dann hätten wir, wenn wir noch das Hartholz haben, alles durch. Sehr schön. Die Freundin hat bei mir gepennt und wir haben Ghibli. Hm? Aha. Du bist da irgendwie mehr informiert als ich. Ja, Studio Marathon Ghibli. Gibt es jetzt, glaube ich, auch auf Netflix. Die Studio Ghibli-Filme. Sowas wie, okay. Ich glaube, ist Prinzessin Mononoke nicht auch irgendwie ein Studio Ghibli-Film? Ich glaube, ja. Ah, okay. Jetzt kann ich es zumindest einordnen. Ja, deswegen wollte ich dir was geben, damit es so grob weißt. Oh, oh. Wobei kein Gewehr, aber ich glaube, das ist auch ein Ghibli-Film. Ja, siehste. Ha. Tja, Daniel, du wirst alt. Ja, cool. Klingt doch nach einem coolen Wochenende. Du wirst, glaube ich, langsam einfach alt. Du weißt das alles gar nicht mehr. Diese ganzen Memes und so. Ja. Ist die Welt zu hip für dich? Wobei, mit Memes und so kenne ich mich auch nicht aus. Gewöhnlicher Pilz, Eier, so. Ach, das Heu, das fliegt dann direkt auch weg. Das hat man gar nicht im Inventar. Ja, das geht direkt in den Silo. Ja, okay. Ja, ich habe einfach mal hier kreuz und quer, weil ich sonst nichts zu tun hatte, habe ich einfach mal kreuz und quer hier ein bisschen unser Land beerntet von dem ganzen Buschzeug und so. Also hier in der blauen Kiste habe ich jetzt auch, ich glaube, 5 Teller oder so reingepackt. Okay. Mit Essen für die Mine. Sehr gut. Was kommt da rein? Der Wüste dann. Danke, danke, dass du Memes richtig aussprichst. Okay, hast du da schon anderes erlebt? Ja, wahrscheinlich spricht das die Leute, die keine Ahnung haben, Memes aus oder so. Ah, so ein bisschen Ahnung habe ich ja schon. Aber nur ein bisschen. Ganz klitzekleines bisschen. So, das nehmen wir mit. Na, da hat es ein Kann es sein, dass das Ding voll ist? Wahrscheinlich. Tabu versucht zu schlafen. Das hier ist Beppa, die versucht auch zu schlafen. Und ich Music Monk be like Memes. Okay, sehr gut. Ah, okay. Der Music Monk. Dabei ist er doch eigentlich des Englischen mehr als mächtig. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich habe Mais, Auberginen. Ach stimmt, man kann aus dem Menü auch direkt aufs Gemeinschaftszentrum gucken. Warum läufst denn du jedes Mal dahin? Ja, gucken kann man schon. Ja, dann brauchst du doch nicht dahin zu laufen, um zu gucken, was du brauchst. Das hatte ich ja eben gesehen, dass ich gewisse Sachen haben brauche. Haben wir Mais schon? Ja. Achso. Memes. Flussfische. Also, oh. Haben wir Mais? Da gibt es sogar schon eine Belohnung, die hast du gar nicht mitgenommen. Toll. Echt? Ja, ja. Entschuldigung. Das eine, was du abgegeben hast, gibt's, da taucht dann darunter immer so ein Geschenk auf, was rumhüpft. Eigentlich sehr markant. Echt? Habe ich nicht gesehen. Bei mir ist da nichts gewesen. Also nicht, dass ich gesehen hätte. Wenn du jetzt in die Liste, die du gerade ansprachst, reingehst, ist das da drin. Schön. Dschungelkoch. Ach, da brauchen wir auch. Ich habe bei den Kisten echt keinen Überblick mehr, ne? Haben wir Mais jetzt schon oder nicht? Ich sehe keinen Mais. Geben wir die Sachen denn immer noch auf? Eigentlich schon. Okay, Ahornsirup müsste ich mir gleich mal mitnehmen. Ja, aber die Kiste ist voll, deswegen. Eine Mohnblume. Und dann packe ich sie in die daneben. Eine Anemone. Mais, Aubergine. Anemone. So. Das haben wir. Was hatte ich jetzt noch gesehen? Schwarzes Brett. Koch, ach so, ja, der Ahornsirup, wenn wir gleich nochmal welchen haben, würde ich den mitnehmen. Futter. Ah, drei
Äpfel und 10-mal Weizen. Wie gut, dass ich den Weizen eben verkauft habe. Wenn wir nochmal Weizen haben, auf jeden Fall. Ja, ja. Ein Tuppern. Also 5 haben wir nämlich schon. Ja, okay. 5 haben wir schon. So, da wollte ich aber ja tatsächlich auch hin. So, Verzauberer, Eichen, Eichenharz, Wein, Hasenpfote und Granatapfel. So, Eichenharz war doch auch hier mit drin. Jo. Ach ja. Das ist Kiefer. Da bin ich ja irgendwann später mal im Video on Demand gespannt, ob die Quali denn dann wirklich gut ist. Oh, wer weiß. Naja, es ist halt Envenk, ne? Also eigentlich müsste es von der Quali jetzt ebenbürtig mit dir sein, weil es ist derselbe Encoder. Der Kaulbarsch, die Nautilusmuschel und ein violetter Pilz. Da haben wir, glaube ich, auch noch keinen von gehabt. Violetter Pilz kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern. Spät. Ach, kacke, den Seeigel, den habe ich eben auch verkauft. Und eine Sonnenblume. Das ist gut. Ja, man muss hier halt echt überall gucken. Sonnenblume hatten wir doch. Ach, haben wir die alle verkauft oder was? Ah, da ist noch eine Sonnenblume. Ja, sonst steht, glaube ich, auf dem. Nee, auf dem Feld steht. Ist ja Herbst, kann er nicht. Hm. Auch wenn ich meine, dass ich da was gesehen hatte. Muss ich jetzt gleich mal runter. In der nächsten Runde gehe ich mal kurz runter zum Strand. Ja. Guck mal, ob ich dann noch einen Seeigel finde, dann kann ich das auch abgeben. Gut, ich bin da mal weg. Man sieht sich. Ja, schönen Dank nochmal fürs Reinschauen. Ja, dann sehen wir uns ja also spätestens dann Donnerstag zum Ark-Zocken. Ab 20:30 dann. Und vielleicht, also Sea of Thieves zocken wir ja zusammen am Dienstag. Ja, genau. Davor muss ich mal gucken, was ich noch zocke. Schau einfach rein. Dann einen schönen Abend noch, beziehungsweise eine gute Nacht. Ja, von mir auch eine gute Nacht und dann sehen wir uns spätestens am Donnerstag und hören uns. Gießt du wieder? Oder ja, ich kann wieder gießen. Oh, ich habe einen Brief gekriegt. Ja, ich auch. Willst du lesen? Nur, ich habe ihn schon angenommen, du darfst lesen. Okay. Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit. Die Bücher sind voll mit ihnen. Ich würde euch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Vom Linus oder Linus. Ein Bärenkorb. Finde Linus Korb und bringe ihn zurück. Ja, habe ich doch eine gute Aufgabe. Ja, gut, die habe ich auch. Wenn du den Korb gefunden hast, sag Bescheid. Dann ja, für mich ja da auch stehen. Ich wollte gerade sagen, bevor ich ihn aufhebe am besten. Ja, ja. So. Dann gehen wir mal weiter gucken nach Seeigeln. Okay, im Moment sieht es hier irgendwie sehr leer aus. Siegel leer? Jetzt gibt es bestimmt. Ach, jetzt ist hier alles mögliche andere, aber kein Seeigel, oder was? Das ist nicht dein Ernst. Echt? Oh Mann. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Auch hier unten nicht. Boah, sowas ist doch nicht. Ach, dann guck. Links. Toll. Eine Muschel. Jetzt bin ich auch 100.000 Schritte gegangen. Also offenbar bist du wesentlich mehr gelaufen als ich. Ich hatte das eben gar nicht so richtig gesehen, dass das von mir war, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal, wenn ich jetzt hier irgendwie. Da war ich, glaube ich, gerade den DJ Prince LP im LP im Chat am Lesen oder so. Das kann sein. Warum beißen die denn nicht? Komm schon. Treffer. Oh, kein Wasser mehr. Oh, bei den Weintrauben siehst du das. Bei den Weintrauben siehst du das kaum, ob da gegossen ist oder nicht. Stuhl ist so bequem. Ja. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja, so. Ist ja der neue Stuhl.
Gott sei Dank habe ich den einen Buntbarsch. Sehr schön. Mal gucken, ob ich den dann gleich in dem anderen Ding da, in dem Aquarium denn einsetzen kann. Irgendwo wird ja bestimmt ein Buntbarsch gefragt sein. Mein Gott, ey. Oh. Tang. Da oben ist noch ein Fleck. Ich glaube, den Rest habe ich jetzt. Okay. Ja, ich hoffe es. Ja, ja. Hoppala. Okay. Wir können auch direkt vor den Füßen angeln. Hm. Ja. Das ist noch nicht fertig. Ein Treffer. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder so ein Buntarsch. Okay, dann gehe ich mal nach dem Körbchen suchen. Oh, eine Sardine. Ach, Honig liegt hier noch. Nein, ich wollte... Oh Gott, da wollte ich hin. Aber ich sollte mal gucken, ob wieder Pilze da sind, ne? Oha, leck, leck, leck. Oh, jetzt sind wir wieder da. Och Gott, da sollst du hinwerfen. Ja, ja, ja. Knack. Ja, was macht denn die Sarah noch Schönes? Meinst du, sie ist noch da? Immer noch zocken? Oh Gott, da wollte ich hin. Ist wieder die Chatlist am Lurken. Ja. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das nicht habe. Da machst du dich nämlich ziemlich bekloppt mit. Naja, also normalerweise gucke ich auch nicht da rein. Wirklich nur, wenn ich mal schauen will, ob irgendwer Bestimmtes noch da ist, beziehungsweise da ist. Ja, dann... Sonst bin ich jetzt auch nicht derjenige, der da ständig guckt. So, wo ist denn dem Linus sein Körbchen? Im Internet könnte man es nachgucken, aber... Ja... Oh, Treffer. Ich gehe lieber suchen. Keine Lust, hier die ganze Zeit im Stream dann vorm Handy zocken, um zu gucken. Naja, das ist will ich auch vermeiden. Außerdem wäre es ja schön, wenn man es selber ein Schwarzarsch, eben. Wenn man es selber rausfindet. Zumal es ja auch einige Sachen gibt, die wir auch in unseren vergangenen Spielen noch nie gesehen haben. Eben. Das mit dem Seeigel ist jetzt echt ärgerlich. Ich lach mich Schrott, wenn der Korb einfach bei dem vor dem Zelt liegt. Die Grünalge. Das sieht aber nicht so aus. Ah. Kein Glück gehabt. Naja, das wäre zu einfach gewesen. So, hier die Brücke ist ja nicht fertig. Dann kann da ja auch nichts sein. In der Mine gehe ich mal nicht davon aus, dass es liegt. Noch ein Schwarzbarsch. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hoch. Zum Community Center. Ins Community Center? Mhm. Hi Linus, willst du mir einen Tipp geben? Du hast die Höhlen weit erkundet und sie hüten ein paar Geheimnisse. Pass nur auf, wenn du sie betrittst. Ja, wir sind schon fertig mit den Höhlen, danke. Oh, da wird jemand müde, aber gut, wir haben ja auch schon 11. Ja, ich denke, so sehr lange machen wir auch nicht mehr. Nö, nö, nö. Nichts Großes mehr passiert. So, nö, nö. Gucken wir mal. Fluss. Tigerforelle, Blaubarsch, Katzenfisch. Oh, da liegt wieder eine Traube. Glaswels haben wir auch nicht. Eine Sardine habe ich zu bieten. Eine Sabine? Sardine? Buntbarsch und Buntbarsch. Da ist der Buntarsch. Aber ich kenne unser Glück, Daniel. Wenn du gleich ausmachen willst, dann kriegst du den Raid von der Little Tinkerbell oder so. Ach, ist die auch noch online? Ja, die hat Monkey Island 3 angefangen. Hab ich jetzt nämlich gar nicht mitgekriegt. Ja doch, die war online gegangen, ich glaube, ganz kurz bevor du gestartet bist. Okay. Ich hatte gesehen, dass Music Monk, dass Benny noch online war, aber... Ja, das habe ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ja, so oben ist schon mal nichts. Von dem Körbchen. Da kommt Mohn rein. Strauß fahren. Dann gehen wir mal unten gucken.
Futterbündel können wir noch nicht. Macht er auch mit seinem Körbchen. Der kriegt das. Da war sonst nichts. Ach, dass das alles so weitläufig hier ist. Der Kaularsch. Der Kaularsch. Ja, als ich den Streaming gestartet habe, dann habe ich dann gesehen, wollte ich dann auf Spielen drücken. Also, weiß nicht, ob du geantwortet hast, musste stumm schalten, bin auf der Arbeit. Ist kein Problem. Mir geht's wieder gut. Ich hoffe, dir geht's auch soweit gut. Ich bin tatsächlich, war ich Donnerstagabend eigentlich schon wieder soweit auf dem Bein. Habe ich, glaube ich, das erste Mal wieder was Normales essen können. Und am Freitag war ich dann eigentlich soweit auskuriert und dann fing die Familie an. Also meine Frau hat das am Freitag extrem und der Kleine auch, leider. Aber die sind auch wieder auf den Beinen. Wie Daniel bestätigen kann. Also alles gut. Ja, ich fühle mich bislang auch gut. Also habe ich mir auch nicht noch irgendwelche Reste mitgenommen. Ich bin auch immer noch nicht überzeugt davon, dass es wirklich so ein richtiges Magen-Darm war. Aber gut, ich werde es wohl nie erfahren. Wenn man vom Arzt weggeschickt wird. Gute alte Kappe. Eine alte Mütze mit geknicktem Schirm. Sie hat wohl eine Menge durchgemacht. Kann man einen Katzenladen kaufen. Okay. Kennst du den? Ist irgendwo ganz unten. Ja. Ich suche ja nach dem Körbchen. Immer noch. Ich habe mal noch 2-3 Felder gegossen, die wahrscheinlich durchgegangen sind bei der Fülle. Das kann sein. Ich habe ja eben schon mal gesagt, bei den Weinstöcken und so sieht man es irgendwie, finde ich, ganz schlecht. Gott. Ja, kriegt ihr nochmal hier. Komme ich da jetzt wieder hoch? Oh, ja. Sieht gut aus. Ja, und ansonsten, nachdem ich dann wieder fit war, habe ich dann direkt angefangen, hier umzubasteln. Schon für kommende Sachen. Mit zweitem PC und sowas. Tatsächlich auch neue Sachen für angeschafft und dann doch letztendlich jetzt da eine Mischung aus alt und neu gemacht. Aber ich habe es schon nicht bereut, dass ich jetzt dann doch den besseren Rechner hier stehen habe. Der ist leiser. Ja, wie gesagt, Jenny, so oft spielt sie ja nicht. Wenn jetzt Animal Crossing da ist, wird sowohl das überwiegend. Brombeeren brauchtest du noch oder hattest du die jetzt schon? Nee, die hatte ich schon. Okay, dann verkaufe ich die. Das war erledigt. Ja, ich hatte eben auch welche verkauft. So, kurze Planung für den kommenden Tag. Was? Ist da was? Wie geht es meinen Hühnern? Denen geht's gut. Wir haben schön Wir haben die Hühner. Genau, um die Hühner kümmert sich der Daniel. Ich weiß nur nicht, ob ich sie heute, also die waren jetzt eben schon im Bett quasi, ob ich es geschafft habe, ihnen den Kopf zu tätscheln. Aber sonst. So, das ist doch ein bisschen coole, die jetzt da reinkommt. Die geht's aber auch soweit gut. Hier ist auch alles fit. 8. Tag im Herbst. 9. Tag im Herbst. Oh, 9. Ja, das ist wahrscheinlich von 8 auf 9 gesprungen. Das kann sein. Oh, ja, schon wieder ein Brief. Ja, dann lies mal gerne. Das ist ein langer Brief. Eieiei. Hallo ScorpionLP.de. In einer Woche halten wir das Stardew Valley Volksfest ab. Es ist die größte Veranstaltung des Jahres. Die Leute vom ganzen Land... die Leute vom ganzen Land her in unser bescheidenes Städtchen lockt. Das nächste heißt immer. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren, wenn du willst. Bring einfach bis zu 9 Gegenstände mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst für die Qualität und Vielfältigkeit deiner Auslage bewertet. Das Fest beginnt um 9 Uhr, verpass es nicht. Also in einer Woche ist das Volksfest. Oh, als wenn wir da noch dran denken. Welche nächste heißt immer? Ja, ich denke auch, dass wir da nicht dran denken. Ach so. Ja, ach also. So. Schön. Die süße immer. Oh, bist schon fleißig. Ist das noch nicht hier mähbereit?
Ja, kannst du mal versuchen. Ich hab's jetzt erstmal gegossen. Das ist noch nicht ganz. Hier oben sind Sachen fertig. Achso. Preiselbeeren. Ich lasse dir da noch zwei Büsche stehen, ja. Okay. Schön, schön. Ich glaube, die Sarah ist bei dir, wenn dann wohl nur im Moment im Lurk. Mhm. Ah, da ja, war was fertig. Ah, Amaranth, perfekt. Ein Bündel Amaranth. So, wer wollte das haben? Mhm. Marni. Das ist eine Auftragsliste, ja, auf jeden Fall. Marni ist unten irgendwo, ne, wahrscheinlich. Bau mal da das Amaranth noch ab. Achso, ne, sonst... Benötigt Sense. Genau, weil dann hast du auch, weil du hast die Quest ja auch. Das nächste Huhn heißt Süße Imme. Eins? Ein Bündel wollte die. Oh ja, habe ich zwei Stück mit goldenem Stern. Dann tue ich die mal in die Kiste. Ja, ja, die Süße Imme. Sie ist schon kommen. Was denn? Die Süße Imme als Huhn. Oder eine Kuh. Das hätte auch was, ja. Da war nur eins mit goldenem Stern. Das habe ich mal oben in die Kiste gelegt. Marni, dann muss die ja hier unten. Brauchst du da noch Hilfe? Sonst gehe ich mal unten gucken. Dann müsste ja, ja dann eigentlich die bei den Kühen unten sein. Ja, sag mir Bescheid, ob es sie war. Ich gehe jetzt nämlich gerade mal kurz. Ja, mache ich. Ah, wir haben sogar schon Hartholz. Aber ich wollte, glaube ich, eher. Nein. Die? Ne, auch nicht. An die vielleicht? Ja, die ist besser. Einmal. Und dann sehen wir einfach wilde Herbstsaat. So, die Webcam kommt sofort wieder. Was? Hast du einfach die Webcam rausgenommen oder was? Ja. Und da ist sie wieder. Und wenn die Leute denken. So, bist du Marni? Du bist Marni! Ja, das ist die Marni hier unten. Depressiv. Mani. Oh, der Amaranth, den ich wollte. Vielen Dank, meine Kühe werden ihn lieben. Ja. Bescheid. Also die ist das. Die ist jetzt gerade aber Richtung Stadt unterwegs. Besser eine Kuh. Ja, dann wird die nächste Kuh wohl die süße Imme. Ja, ja. Hashtag süße Imme. Hast du von den Beeren jetzt schon was abgelegt? Von den Preiselbeeren? Ja, so weit voll, ne? Nee, Preiselbeeren hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe aber einen 5er-Stack. Okay. Also den Rest ja, kannst du gerne verkaufen. Okay, dann. Da sind nämlich auch goldene Beeren. Ist das ja schon nicht schlecht. Und Amaranth brauchen wir ja nur eins. Wo war die Mani jetzt? Ganz unten einfach, direkt wenn du durchläufst unten. Gibt ja nur einen Ausgang vom Gelände und da direkt rechts ist ja diese Farm. Die war aber jetzt gerade auf dem Weg in die Stadt. Achso, wahrscheinlich ist sie wieder saufen. Dann gehe ich direkt oben rum. Die ist ja immer im Saloon. Ach, ist die auch immer da? Mhm. Ach ja, die Kiste ist ja voll. Mhm. Ich pack's in die Samenkiste mit rein. Aber den goldenen Amaranth verkaufe ich. Weil da kommt ja noch mehr Amaranth. Mhm. Ist sie doch noch gar nicht da. Ne, ist sie noch nicht angekommen? Nee. Wobei es ist ja auch noch früh, also zum Saufen eigentlich. Du hast gesagt, die ist mit Sicherheit im Saloon. Ja, da war sie letztens auf jeden Fall. Gegossen hast du, ne? Oh, leck. Hm. Ich glaube, der leckt immer am meisten. Gefällt mir die Kuh mit der süßen Imme. Ja, genau. Die kriegt dann als Kollegin, kriegt die dann die Switch-Version. Hm. Also hier im Haus ist auf jeden Fall jetzt gerade keiner. Ja, die ist eben, wie gesagt, nach rechts von dem Haus aus weitergegangen. Ach, die Abigail. Tja, was mache ich denn jetzt?
Ich gehe nochmal kurz zum Strand. Tja. Tja, ja. Einmal zu viel gesoffen und schon hast du deinen Ruf weg, ne? Ja. Ich weiß immer noch nicht, was an dem Abend los war. Eigentlich müsste ich nochmal so drauf sein. So, der hatte ja auch sonst nichts. Boah. Aprikosensetzling, ey. Wer kauft denn sowas bei dem zu den Preisen? Ja, ja, die gehören zusammen, genau. Die Süße M und die Switch-Version, das gehört zusammen. Das denke ich auch. Angeln wir noch ein bisschen. Ne, schau mal, hat Little Tinkerbell gestern Monkey Island 2 durch. Dann ging es dann heute mit dem dritten Teil dann weiter. Ja, der dritte, cool. Wenn sie den jetzt auf harter Stufe gespielt hat oder spielt, das weiß ich nicht genau, da wird sie da auf jeden Fall auch noch gut Spaß kriegen. Ah, Treffer. So fand ich den mittlerweile eigentlich relativ easy. Aber in diesem Oberaffig-Modus war der ziemlich knackig. Mhm. Einen Fisch versuchen wir noch. Ach, du bist wieder am Angeln. Ja, ich gucke immer noch nach den Seeigeln. Das ist ja, glaube ich, das Hättest Einzige, du sie mal nicht verkauft. Ja. Ich denke ja nicht die ganze Zeit immer an Community Center. Genau. So, war da jetzt immer noch was, was ich abholen konnte, oder hast du das rausgeholt? Und ich habe die Mani halt noch nicht gefunden, insofern. Was? Hast du das abholen? Jetzt hier rausgeholt aus dem Community Center, was ich vom Tresor her freigeschaltet hatte, oder? Nee, stimmt. Glaube ich nicht. Okay, dann mache ich das jetzt. Nee, da oben war ich nicht, das stimmt. Das, wo du sonst so gerne hier bist. Ja, in den finanziellen Bereich bin ich halt nicht gegangen. Boah, 3 Schokoladentorten. Siehst du mal, noch mehr zu essen. Wir werden hier mit Essen zugeschüttet. Ja, Schokoladentorte wäre jetzt auch cool. Ich hatte vorhin einen Apfel-Berliner. Oh, auch nicht schlecht. Von Moss. Ich wollte gerade sagen, im Real Life, aber dann, ne? Ja, keine. Nein, von Moss. Wir hatten, gestern hätten wir eigentlich noch ein bisschen Wurst und so einkaufen müssen, dann hätten wir heute Morgen nochmal frühstücken können. Aber da hatte... Dann habt ihr ein süßes Frühstück gemacht. Nee, ich bin belegte Brötchen holen gefahren, war erstaunt, dass die so günstig sind bei Moss. Okay. Hast du die Mani immer noch nicht gefunden? Ich meine, jetzt ist es so spät, vielleicht hängt die jetzt wirklich im Saloon ab. Hier oben ist sie, beim Laden. Ich bleib in ihrer Nähe. Ja, da ist sie. Das ist sie. Sehr schön. Könnte ich ja gucken, ob hier die Lea denn auch noch einen... Bleib stehen, Lea. Ach so, das ist die Lea. Ich wollte ihr gerade die Schokoladentorte geben. Das versüßt mir meinen Tag. Ich habe ihr eine Wildpflaume gegeben. Eine Wildpflaume? Oh. Mhm. Sowas mag die. Mhm. Offenbar. Nicht schlecht. Ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, machen wir jetzt noch weiter oder nehmen wir das jetzt hier als Tagesende, wenn ich jetzt gleich... Das musst du wissen. Habe. Ich guck mal ganz kurz, ob Sardellen im Aquarium mit drin waren. Ja, mach mal. Nein. Achso, Schokoladenkuchen kann ich ja eigentlich auch erstmal oben ablegen. Stör. Okay. Nix in der Richtung dabei. Dann können die alle weg. Das auch weg. Plöp, plöp. Oh. Ich gehe aber nochmal ganz kurz bei den Hühnern gucken. Ich habe deine Katze gestreichelt. Oh. Ja, die Hühner haben wir jetzt auch irgendwie wieder nicht gestreichelt. Die schlafen jetzt schon. Ich versuche zu schlafen. Ist mir doch egal. Ah, wenn die Thesia das hört. Ah, ich
will es ja nur schnell streicheln. Und dafür holst du es aus dem Schlaf. Ja. Das arme Tier. Ich kann ja weiter schlafen. Ich bin ja nicht allzu laut, beziehungsweise. Das hätte ich dann auch gesagt. Lol. Ja. So viel dazu. Also Daniel kümmert sich gut um deine Hühner. Okay. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, ab ins Bett. Ja, ich bin schon im Bett. Ist die Frage, ob wir nicht dann quasi den Cut hier machen. Du hast Angst, dass der Raid kommt, ne? Dann wird's wieder spät. Ja, ich weiß. Vor allem wird dann wahrscheinlich von dir verlangt werden, dass du Marvel on Streams spielst. Nein. Das machen wir nicht. Ja. Ja, wie gesagt, von mir aus ist in Ordnung. Fast schon sagen. Oh, da ist aber noch was zu ernten. Ja, gut, aber der Speicherpunkt ist ja eh. Ach stimmt, das ist davor. Okay. Da macht er einfach das aus, ey. Was denn? Achso, habe ich dich jetzt rausgeschmissen. Ja, aber natürlich. Ist ja eh alles gespeichert. Ja. So, dann wechsle ich hier einmal nochmal dorthin. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Ich sehe gerade, das hat mich auch jemand defollowed. Ich hatte eben 110, jetzt sind es nur noch 109. Das kann auch ein Fehler sein. Ich habe letztens auch irgendwie nur noch 50 gehabt und dann am nächsten Tag waren es wieder 51, obwohl keiner neu dazugekommen ist. Ach so, ja. Naja, ist ja jedem überlassen. Ja. Okay, gut. Du verabschiedest dich wahrscheinlich dann kurz. Genau, ich schalte eben mal stumm. Von hier aus tschö zu Thesia, solange genau. Sie mich noch hört. Ja. Dann wünsche eine gute Nacht und bis demnächst. Ja. Und dann bist du raus, ne? Genau, schalte ich dich mal stumm. Genau. So, ja, dann war relativ spontan heute und ist auch ein bisschen später geworden, weil Daniel halt noch ein bisschen DVD gespielt hat, aber ist auch nicht so wild. War eher so eine spontane Idee, das heute nochmal einzustreuen als Ersatz. Am Donnerstag hatten wir eben festgelegt, kommt dann Ark Survival Evolved. Und ja, dann gehe ich hier schon mal in den Endscreen rüber. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Am Dienstag um 20.30 Uhr gibt es Sea of Thieves. Da geht es dann weiter auf die See und wir werden wieder viele Schätze heben und hoffentlich nicht das Schiff absaufen lassen. Und am Donnerstag machen wir dann Ark Survival Evolved. Danach muss ich sowieso den Server dann backuppen, glaube ich. Weil ich glaube, bis zum 10. läuft er noch. Und ja, mit dem Setup, mal gucken, ob das jetzt dann so bleibt, aber ich denke schon. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und vielen Dank auch nochmal in Abwesenheit an den DJ Prince LP für die Spende von 3 Euro und für die 100 Bits. Vielen Dank an den Call Me Simon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich in einem der nächsten Streams. Bis dahin, tschüss!